Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei der Phantom Arena. Ich bin heute in Bottrop beim Gruselabyrinth NRW und heute zeige ich euch, was in diesem Jahr an Halloween hier alles für Neuheiten gibt. Ich bin beim Presse-Opening dabei und ja, ihr seht heute, was euch hier in diesem Jahr an Halloween alles erwartet. Also dranbleiben, Intro und dann geht's los. Presse-Event für die Halloween-Woche 2019 und wir starten direkt vorne mit unserem Fotorundgang vor dem Gebäude, da warten schon ein paar Charaktere zu posieren. Wenn wir jetzt gleich rausgehen, am besten direkt um den Leichenwagen, dann haben Sie die beste Perspektive auf den Turm. Einfach mal nach. So, es kann losgehen. Wir waren gerade schon mal kurz drin, gab einen Umtrunk und jetzt sind wir wieder nach draußen gegangen, denn hier stehen jetzt schon einige Darsteller und es gibt jetzt erstmal ein Foto-Action. Wir können jetzt ein paar Fotos machen und dann geht es halt auf jeden Fall gleich los. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr, 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 sehr cool aus. An weiteren Fotopunkten angekommen. Überall stehen die Characters und man kann hier auch Fotos machen von den Neuheiten. An den Neuheiten auch sehr interessant. Ja, natürlich werden wir auch die Neuheiten gleich mal richtig sehen. In Action habe ich jetzt mal dieser krass Zirkusheld aufgebaut. Und die Charaktere, die man hier abfilmen kann. Genauso wie hier Route 66 ist auch eine Neuheit. Hier konnten wir auch gerade eben Fotos machen. Auf jeden Fall auch Route 666, Entschuldigung. Konnten wir auch gerade eben Fotos machen. Und auf der Seite hier auch nochmal. Auf jeden Fall schon machen wir so mega schöne Kostüme. Richtig gut. Schönes Detail auf jeden Fall. Und jetzt haben wir hier ein paar Gruppen. Steht hier drauf, ich bin in Gruppe 3 zum Beispiel. Und ja, die Gruppen gehen dann halt gleich die Attraktionen durch.
Und ja, dann kann ich euch ein bisschen mehr davon zeigen und ein bisschen davon berichten. Und darauf warten wir jetzt. Wurde dann ja, ab 17.40 Uhr geht das Ganze los. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Folgender Plan. Da das hier eine Weltneuheit ist, haben wir uns überlegt, dass es nicht gut wäre, wenn diese Attraktion vorher komplett im Internet zu sehen ist. Deswegen haben wir extra für euch einen Teil der Pre-Show, den wir jetzt vor der Kamera spielen, bis zu einem Cliffhanger. Und dann ist auch finito. Der Rest, der heute Abend hier zu sehen ist, ist dann zum Erleben, nicht zum Filmen und Fotografieren. Und wie ihr das findet, das könnt ihr euch alle gerne vor der Kamera sagen und was ihr alles so erlebt habt. Nur es soll nachher später beim richtigen Showdurchlauf nicht mehr fotografiert oder gefilmt werden. Ich bitte da halt ums Verständnis, weil es wäre für uns nicht so toll, wenn morgen gleich die ganze Attraktion überall im Internet zu sehen ist. Aber wir haben uns diesbezüglich besonders viel Mühe gegeben, euch jetzt quasi in einer Private Session jeweils die Pre-Show vor die Kamera zu bringen. Gleich geht's los. Guck mal, der Sinkverkante ist da. Hallo. Was geht ab? Lang nicht mehr gesehen. Du bist schon fast Kino. Ja, so, aber so draußen, letztes Jahr im Herbst, was sagt ihr, haben wir es einfach lang. Stimmt, im Ernst. Ja, im Ernst. Mein Gott, also. Ja, du bist auch zum ersten Mal. Ja, wir wurden eingeladen, deswegen. Warum machen wir das nicht? Ne? Ja, also einfach mal. Ja, ich. Also, wir haben jetzt hier, hab ja eben schon ein bisschen was erzählt. Wir sind in Gruppen eingeteilt. Wir sind Gruppe 3. Gruppe 1 ist gerade auf dem Weg. Ne? Und ja, geht ja gerade mal diese Attraktion durch. Ich bin da echt mal gespannt. Also, man weiß ja, wenn man meinen Kanal so verfolgt, dass ich in dem Grusel, Horror-Maze-Genre noch nicht so wirklich Fuß gefasst hat, weil ich einfach nur Schissbuchse bin. Ich muss einfach mal so sagen, ich bin Schiss. Ich muss aber mal gucken, wie sich das heute hier ändert, würde ich mal sagen. Ich meine, ich war ja schon im Park und so, aber es hat immer irgendwie so, war halt immer auch froh, wenn es dann halt auch mal vorbei ist. Obwohl es immer cool ist. Ich sag dann immer, am Ende ist immer so, ja, scheiße, warum hast du es nicht eher gemacht? Ne? Deswegen. Es ist halt so eine Art Adrenalinkick. Über Attraktionen. Es gibt aber Leute, die haben Angst vor Achterbahn, wenn sie da drauf waren, dann wollen sie nochmal. So genau. Genau so ist das. Genau, und so ist es hoffentlich auch. Ja, ich habe euch das gerade eben ja schon mal gezeigt, hier das schöne Zirkuszelt. Das Variodrom ist übrigens hier heute. Habe ich das jetzt eben erwähnt? Nein, habe ich nicht. Aber Variodrom ist eine der Neuheiten und dadurch werden wir jetzt auf jeden Fall als erstes halt gehen. Ich habe mir noch gar nichts richtig angeguckt, was natürlich, dass es jetzt zum Zirkus geht, aber was uns da jetzt wirklich erwartet, nein. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist hier, die Szenenbilder, die schon draußen sind, sind mega gut, ne? Und, also hier die Kostüme sind ein Träumchen. Wahnsinn einfach. Oh, geht's jetzt schon los? Ja, Test, 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 hallo. Hören Sie mich alle? Ja. Lauter, hören Sie mich? Ja. Ich muss ja nicht gleich rumschreien. Also, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen im Variodrom. Dem Ziel eurer feuchten Träume. Guck mir nicht so an, das sind deine Vorlieben, nicht meine. Also, meine sehr verehrten Damen und Herren, willkommen bei der einzigen Zirkusshow weltweit, die nicht lange fackelt, sondern messerscharf auf den Punkt kommt. Zu dir. Heute. An diesem Tag, natürlich. Sag mal, wie heißt du denn? Kathi. Oh, Kathi, geht das auch ein bisschen lauter? Kathi. Ja, sehr schön, Kathi. Ich muss sagen, da hat Schöning aber ein ganz schönes Exemplar präsentiert. Sag mal, bevor die Show gleich losgeht, und sie wird losgehen, sag mal, möchtest du noch ein paar letzte Worte an Freunde oder Familie richten? Hilfe! Was? Ah. Du musst schon. Ja! Oh, ich verstehe dich gar nicht. Wann? Halt den Mund! Also, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich würde sagen, es geht los, die Kathi kann gar nicht warten. Also, Jackie, Abmarsch! So, ihr habt ja schon einen kleinen Appetitanreger gesehen vom Variodrom der Neuheit. Und ja, ist ja natürlich klar, dass ich euch jetzt hier nicht die komplette Durchlaufattraktion zeige. Dann müsstet ihr nicht mehr hier hinkommen. Aber so einen kleinen Appetitanreger habt ihr jetzt schon mal bekommen. Wir gehen da jetzt nachher auch mal komplett durch. Dann kann ich euch auch mein Fazit dazu erzählen und sagen, wie ich es auf jeden Fall fand. Jetzt sind erstmal die ganzen Gruppen dran, die gehen das auch mal durch. Kriegen jetzt genau diesen kleinen Sneak Peek. Ja, wie wir es auch gerade hatten. Deswegen bin ich jetzt hier gerade bei der Route 666. Richtig. Also eine 6 mehr als normal. Und ja, das ist halt praktisch, ihr könnt hier durchlaufen an den verschiedenen Punkten, die seht ihr jetzt kaum. Aber hier gibt es kann man Foto-Actions machen halt. Ihr könnt euch hier überall draufstellen, könnt hier, hallo, könnt hier eure Fotos machen. So zum Beispiel.
Habe ich auch gerade eben gemacht. Und ja, ich laufe hier gerade falsch rum rein, aber egal. So, also überall gibt es hier so verschiedene Szenarien, wo ihr euch dann schön ablichten lassen könnt. Und gerade dann, wenn es nachher dunkel ist, macht das natürlich noch mehr Bock und könnt ja mega coole Fotos mit nach Hause nehmen, entweder für Insta oder weiß ich was. Heutzutage ist ja fast jeder ein Influencer, deswegen. Ich ja. Nicht. Du nicht? Ich nicht. Dafür hast du ein Forum und ich nicht. So. Ja, das wäre dann halt nochmal hier so. Ich glaube hier gerade, glaube ich, durchs Bild. Das ist gar nicht so gut. Gehen wir wahrscheinlich nachher auch nochmal durch. Machen ein paar Fotos, wenn es dunkel ist. Das ist halt, glaube ich, noch ein bisschen cooler. Ben bringt so. Uns um. Also ich würde den Ben gerne in so ein Ding drinne sehen, ne? Also ein... Ben, lass uns zusammen in das Jenseits fahren. Fang du an. Gleichzeitig, synchron. Ja, beide in dem Ding drin. Ach so, ne. Ja, das geht nicht. Das hält mich ja noch nicht mal. Danke, Pascal. Dankeschön. Ja, also hier ist auch noch ein Fotopunkt. Vielleicht hier, der Fotopunkt heißt, tötet den Simpak. Ja, richtig. So, also wir sammeln uns jetzt und dann bin ich gespannt. Können wir richtig da durchlaufen? Ja, gleich. Aber erst kommt doch die Pressekonferenz gleich. Stimmt, die Pressekonferenz kommt natürlich auch. Und du bist ja schon öfters gewesen, ne? Ja, richtig. Fanta Friends hat ja nämlich auch wieder ein Event. Am 9. November wieder. Fanta Friends. Halloween, Special Day sogar. Oh, guck mal, das ist jetzt nochmal Reklame in einem Werbevideo. Ja, wir haben noch ein paar Plätze frei, ne? Also fantafriends.de, 29 Euro. Ne? Können wir mal vorbeigucken. So, und wir sehen uns gleich wieder, wenn es was noch gibt. Nach der ganzen Foto-Action draußen sind wir jetzt reingegangen. Hier gibt es jetzt gleich noch die Pressekonferenz. Ich sitze hier neben den beiden lieben Kollegen von Parkerlebnis. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Ja, also hier wird jetzt noch ein bisschen was erzählt über die Neuheiten. Ja, also ich bin endlich froh, dass ich mal zum Gruselarbeit gekommen bin. Es ist halt irgendwie immer so, ja, schon lange geplant, aber irgendwie nie dazu gekommen. Gerade halt auch in den Sommermonaten, ne, dann ist man halt mehr im Freizeittag unterwegs. Also ich jetzt persönlich für den Kanal, für euch natürlich. Aber ja, wann sollte man am besten hinkommen an Halloween, wo es halt dann noch mehr gibt als normal. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, jetzt mal noch ein bisschen zu erleben, zu hören, was denn hier es denn alles in diesem Jahr so Neues gibt in der Halloween-Saison. Und ja, ich würde sagen, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Ja, herzlich willkommen. Wie ich eben uns schon gesagt habe, wir freuen uns, dass wieder so viele Leute hergekommen sind zu unserer Pressekonferenz, unserem Event hier für die Halloween-Wochen 2019. Es ist für uns besonders aufregend, weil wir eine Weltneuheit in petto haben. Da haben wir auch echt lange überlegt, was wir nach mehr machen. Es war lange klar, dass es was Neues geben wird. Dass mehr quasi ja, verschwindet. 3 Jahre mehr reicht ja dann auch so langsam, wobei letztes Jahr die neuen Szenen auch echt Spaß gemacht haben. Aber jetzt sind wir quasi in einem neuen Zeitalter im Jahr 2019 und da vielleicht vorweg einmal, da möchte ich unbedingt Danke sagen, jetzt wo ich gerade mal in Kamera sprechen kann, an alle, die dieses Jahr schon hergekommen sind. Es waren sehr, sehr, sehr viele, wir haben fast 40% mehr Gäste dieses Jahr bislang als im Vorjahr. Die größte Besuchersteigerung, die es jemals im Grusel-Labyrinth gegeben hat. Und jetzt kommt quasi die Kehrseite der Medaille. Es ist nämlich so, dass wir dadurch, dass wir jetzt den ganzen Sommer quasi jedes Wochenende ausverkauft waren, also wirklich jeden Tag bis zum Anschlag, dadurch, dass wir den Sommerdeal gemacht haben, hat der eine oder andere vielleicht penetranterweise auf Facebook bekommen. Wie kommst du denn da? Ja, also jedenfalls war es sehr voll. Und jetzt ist es so, dass wir dementsprechend nicht so viel Zeit hatten für die Halloween-Wochen, wie wir uns gerne gewünscht hätten. Das heißt, das sage ich jetzt gleich ganz am Anfang, bevor alles andere kommt, wir sind ungefähr heute so bei zwischen 70% und 80% dessen, was wir am Freitag präsentieren wollen. Also alles wie immer. Ja, alles wie immer, genau. Also wir müssen auch nach heute noch weitere Nachtschichten schieben, um alles so richtig rund zu bekommen. Es fehlt also noch ein bisschen. Und da bitte ich gleich im Vorfeld um Verständnis, dass wir heute nicht das komplett fertig präsentieren können. Mir ist aber wichtig, das auch komplett transparent zu sagen. Ich habe das auch selber auf Events schon erlebt, dass es einfach nicht gesagt wurde und dann wundert man sich, warum irgendwie Dinge noch komisch sind. Und ich sage es dann lieber einfach vorher. Ja, so, worüber reden wir? Wir reden kurz über das Wandern in Rom, zeigen euch gleich einen Clip, den ich, ja, das war eigentlich, ich habe das Gefühl gehabt im Büro, als darüber gesprochen wurde, was wir dieses Jahr als Attraktion machen wollen, dachte ich, okay, das könnte verdammt geil werden. Und habe dann einfach heimlich zur Kamera gegriffen und so ein bisschen das dokumentiert. Und ich würde sagen, wir gucken uns das Video einfach direkt an und sprechen danach über die Attraktion. Genau, vielleicht vorher noch ganz kurz, bevor ihr Play drückt.
Wir haben schon lange den Plan gehabt, wieder einen Horror-Zirkus zu machen. Wir haben das ja 2006 schon mal an der Villa Fernsicht gemacht. Das ist inzwischen sehr lange her. Das war auch eine der erfolgreichsten Shows des Gruselabyrinths. Jetzt als Hauptattraktion zwar nicht, aber für Halloween haben wir uns gedacht, das passt sehr gut. Und diese Idee hat sich immer weiter irgendwie so bei uns fixiert. Und irgendwann kam die fixe Idee, ja okay, dann vielleicht ein Zirkuszelt. Ja. Wir gucken uns hier genau an. Wir stellen uns mal hier an die Seite. Ja, wir haben heute den 1. April 2019 und ich habe letzte Woche im Internet geguckt, als wir in der Besprechung waren für die neue Außenattraktion, den Zirkusmeister an einem Zirkuszelt, und wir haben eins gefunden und haben uns das angeguckt online auf den Bildern, das sah ganz gut aus. Ich habe heute mit dem Verkäufer gesprochen, das Zelt ist noch da, nun wird natürlich besprochen, was können wir tun, wie gehen wir weiter vor, und überlegt es heimlich zu dokumentieren. Weil der Holger nämlich schon immer mal ein Zirkuszelt besitzen wollte. Und ich als Kind selbst schon mal Zirkus gemacht habe und das ganz toll finde. Und bin gespannt, wie es jetzt so weitergeht und wie es weitergeht. Das werden wir im Laufe des Videos sehen. Wir haben jetzt den 15. April 2019. Es ist jetzt genau 10.32 Uhr und wir haben eben gerade von dem Sohn der Zirkusfamilie den Kaufvertrag unterschrieben zurückbekommen. Haha, yay. Und jetzt suchen wir einen Termin raus. Und sobald der Termin steht, fahren wir los. Oh, das Zirkuszelt. Ich kann es kaum erwarten. Das wird mega. 12 Uhr, passt das noch? Und meine Herren? Das passt auf jeden Fall. Okay, gut. Dann würde ich jetzt als nächsten Schritt den Kaufvertrag fertig machen und ihn rüberschicken, sodass wir da uns abgleichen können und trag den Termin aber schon mal drum ein. Ne? Das gesamte Team hat mitgewirkt und werkelt mit. Das ist für uns alle ein richtig krasser Kindheitstraum, den wir uns mit diesem Zirkuszelt erfüllt haben. Es passte gerade so hinter das Gebäude. Und wie man sieht, oder ihr werdet es sehen, haben wir auch so ein paar Schutzmaßnahmen treffen müssen,
damit wir das überhaupt realisieren können. Und da haben wir, ja, wir wollen das Zirkuszelt, also machen wir das. Und das haben wir dann auch gemacht. Ja, hier oben sieht man ja, dass teilweise die Fenster zugemacht wurden, aus Brandschutzgründen notwendig. Hat dann alles am Ende noch mehr Geld gekostet als ursprünglich geplant, aber was macht man nicht alles, um sich einen Traum zu erfüllen und auch von nicht nur uns, sondern auch den Gästen. Ihr wisst ja, dass wir auch selbst Freizeitpark-Fans sind, auch viel rumreisen, viel erleben diesbezüglich und mir ist es ein persönliches Anliegen, oder war es, kann ich ja schon sagen, jetzt ist es ja Realität geworden, dass es mal ein Zirkus-Maze gibt, das in einem richtigen Zirkuszelt stattfindet und wo man Zirkus-Feeling ja so richtig hautnah mit allem drum und dran spüren kann. Man hat es beim Aufbau noch gerochen, ne? Ja, aber echt. Und ja, wir haben das vielleicht ein bisschen unterschätzt, was das für einen Aufwand bedeutet, so ein Zirkuszelt mal eben so aufzubauen und vor allen Dingen sich um alles drum und dran zu kümmern, die Genehmigung, die gar nicht mehr vorlag, komplett neu geholt werden musste und alles. Es war schon echt ein Riesenakt diesen Sommer. Aber wir haben es geschafft, es steht und jetzt können wir euch dort richtig schön einheizen. Also das ist echt für uns ganz, ganz toll. Genau, was bedeutet Variodrom eigentlich? Also falls ihr euch diese Frage stellt, Variodrom, wie sind wir darauf gekommen? Wir haben uns beide unterhalten, Holger mochte das Wort Drom so gerne. Da dachte ich, okay, was sind wir denn? Was macht uns dann aus? Die Vielfalt. Wir sind alle so unterschiedlich und mittlerweile so viele. Wir sind jetzt in der Saison, wie viel haben wir jetzt? 180 Mitarbeiter. 180 Mitarbeiter. Also haben wir uns gedacht, gut, Vielfalt, das passt. Und Drom ist ein griechisches Wort, was so viel wie Lauf weg bedeutet. Und ich fand, das passt gut zusammen. Und so entstand dann der Name Variodrom. Ja, man hat durch die Spektralbrille nicht nur diesen Effekt, dass sich das Licht in allen Farben bricht, sondern die räumliche Wahrnehmung verändert sich auch. Und wenn dann Dunkelheit mit dem Spiel ist, wird es ziemlich interessant. Also freut euch drauf. Jeder Gast im Gruselabyrinth bekommt eine Brille von uns quasi einfach so mit. Das gehört dazu. Und ja, was gibt es noch zu sagen? Wir haben uns im Vorfeld ausführlich damit auseinandergesetzt, was es in anderen Zirkus-Mazes gibt und haben versucht, möglichst viel Eigenes zu machen, was es so vorher noch nicht gegeben hat. Das war uns besonders wichtig und das möchte ich an dieser Stelle betonen. Ja, es ist ja nicht nur wichtig, was innen drin passiert. Wir haben uns überlegt, wie können wir diesen Zirkus-Flair, diese typische Zirkusstimmung auch vor dem Zelt erschaffen. Und da haben wir gedacht, boah, so ein richtig cooles Portal, da kommen wir später zu. Das muss her und ein Zirkuswagen. Da dachten wir, wo kriegen wir denn jetzt den Zirkuswagen her? Weil der Zirkus, das war der Drom, spielt in den 20er Jahren. Und wie das Schicksal es so will, kam jemand um die Ecke und sagte, ihr habt da tatsächlich noch ein Original aus den 20er Jahren. Und das ist dann der Wagen, der unten steht. Den könnt ihr nachher natürlich auch nochmal euch anschauen, wenn wir den, wenn wir das Variodrom eröffnet haben. Genau, also da bitte ich euch, den Wagen, wie soll ich sagen, sehr pfleglich zu behandeln, weil es ist wirklich ein Original aus den 20er Jahren. Alle großen deutschen, europäischen Zirkusdirektoren haben in diesem Wagen gesessen. Für uns ist das einfach ein fantastisches Gefühl, dass der jetzt vor unserem kleinen Zirkuszelt steht und dass es damit richtig authentisch wird. Und wir haben uns gedacht, das bringt so eine gewisse Gemütlichkeit rein. Das ist ja auch immer das, was wir im Gruselabyrinth versuchen zu kombinieren. Auf der einen Seite Horror und Gänsehaut, auf der anderen Seite so ein bisschen sich zu Hause fühlen können und es gemütlich ist. Und deswegen fühlt euch herzlich willkommen im Zirkuswagen. Er soll auch so ein Kaffeewagen werden, wo man sich vom Bierwagen was holen kann und da reinsetzen kann, um mal ein bisschen durchzuatmen zwischendurch. Ja, und man kann ihn auch so ganz nebenbei exklusiv für Weihnachtsfeiern buchen, falls jemand das gerne machen möchte. Ja. Ich weiß auch nicht, wie teuer es wird, aber nicht so ganz günstig. Nun denn. Ja, vielen Dank. Ich verabschiede mich erstmal von der Bühne. Wir haben andere interessante Themen, die jetzt dran kommen. Bis gleich. Danke, Holger. Ja, wir sind im Gruselabyrinth, ich würde sagen, Detailfetischisten. Wir lieben Details und möchten bis ins kleinste Detail wirklich alles stimmig und passend haben. Und das hört nicht bei dem Zelt auf, sondern geht noch viel, viel weiter. Jetzt bitte ich Claudia auf die Bühne. Claudia ist nämlich die Designerin unserer Kostüme, die tatsächlich alle für uns designt wurden. Claudia! Hi. Hallo, mein Name ist Claudia Hoffmann. Da kommen schon zwei der Kostüme. Genau. Ja, da haben wir zwei Beispielkostüme. Einmal unseren Dompteur und Sandy, unser Candy Girl. Ihre Seele ist zart wie Zuckerwatte, man sieht es ihr nur nicht an.
Claudia, du hast ja mit uns zusammen mit Holger die Kostüme besprochen, designt. Und wie immer, wenn Holger mit Ideen um die Ecke kommt, denkt man, okay, das ist ein Wunderland. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Du hast dann die Aufgabe, das Ganze umzusetzen. Erzähl doch mal. Genau. Ja, unser erstes Meeting war lange und sehr inspirierend, würde ich sagen. Da kamen ganz viele Ideen, ganz viele Einflüsse, 30er Jahre, 20er Jahre, Zirkus. Es gab Steampunk-Ideen, es gab also ganz viele unterschiedliche Ideen, die Holger hatte, die Maren hatte, die du hattest, die ich hatte. Und in diesem ersten Treffen ist dann die Idee des Candy Girls entstanden. Wir hatten sehr viel Spaß, genau. Und ich würde sagen, also ich habe ihn gerade gesehen und habe gedacht, genau so sollte er aussehen. Wir haben ja das erste Mal, dass wir nicht nur mit Textilien gearbeitet haben, sondern tatsächlich auch mit Elektronik. Genau. War auch für dich das erste Mal? Das war das erste Mal, ja. Ich habe festgestellt, ich weiß weniger über Elektronik, als ich dachte. Ich dachte, ein LED-Schlauch ist ein LED-Schlauch, ist er aber nicht. Beziehungsweise gibt es noch andere Sachen. Man lernt halt immer dazu. Also ich mache das jetzt im vierten Jahr und ich habe festgestellt, es gibt immer noch eine kleine Steigerung. Man kann immer noch ein bisschen mehr. Die Idee, Licht mit einzubauen, war natürlich eine Herausforderung, weil zum einen muss es befestigt werden. Es muss aber auch lösbar sein, falls mal was kaputt geht, dass man es austauschen kann. Es muss aber fest genug sein, dass es nicht rausfällt. Die Darsteller dürfen nicht hängen bleiben. Das Batteriefach muss eingenäht werden. Also es gibt sehr viele Sachen, die da so zu beachten sind. Und das war schon eine ordentliche Herausforderung. Also ich habe einige Nächte darüber nachgedacht. Wie viele Stunden hast du gebraucht für alle Kostüme? Wie viele Stunden Arbeit? Von der Planung bis zur Umsetzung? Oh, das ist jetzt natürlich schwer zu sagen. Also ich habe ja jetzt, wenn man das jetzt so am Beispiel des Candy Girls nimmt, das Meeting, der Entwurf, die Umsetzung, ich würde sagen so 20 bis 30 Stunden stecken da in jedem Kostüm, ja. Erstmal haben wir angefangen mit unserem Portal. Also das ist tatsächlich das, was wir als allererstes uns überlegt haben. Das muss stehen, da wollen wir direkt davor schon die ersten Clips drehen. Und du sagtest eben zu mir, dass das beim Variodrom teilweise auch Angstbewältigung war. Kann ich verstehen, wenn ich das sehe. Ja, ich klettere eigentlich in meiner Freizeit leidenschaftlich gerne, aber ich mag keine wackeligen Leitern. Und wir mussten ganz da oben hin, in, was sind das, 6 Metern Höhe? Und das ist schon ziemlich angsteinflößend gewesen. Ich habe mich zuerst geweigert, da hoch zu klettern, aber im Endeffekt muss es ja jemand tun. Also habe ich es dann gemacht und habe da oben gepinselt. Ja, falls ihr euch fragt, was Holger da macht mit dem Seil, Holger sichert Lars, der oben auf dem Zelt steht an der Mastspitze und die Lichterketten fixiert hat. Hat gut funktioniert. Ich habe es auch versucht, aber ich habe bei der Hälfte des Daches gedacht, nee, heute ist kein guter Tag zum Klettern. Dann gibt es ja die unterschiedlichsten Bereiche, in denen du dich austoben konntest. Ja. Wir haben ja vorhin schon gesprochen, wenn Holger mit Ideen um die Ecke kommt, dann sind da so manche Überraschungen dabei. Ja, manchmal steht der Chef vor ihm und sagt, so, Maren, stell dir vor, hier wurden 100 Leute abgeschlachtet. Okay, ich mach mal. Ja, aber es macht halt auch riesen Spaß, wenn man da so mit Blut rumsaugen darf. Ich hab's gesehen, es war sehr cool. Es sah spektakulär aus. Welcher Bereich vom Variodrom ist dein Lieblingsbereich und warum? Mein Lieblingsbereich ist die Menagerie, würde ich sagen, weil ich da mich halt bei den Monstern und den Tieren so ein bisschen austoben konnte und da die Fantasie halt sehr freien Lauf lassen kann. Genauso der Pferdestall, also beim Pferdestall hat mir besonders Spaß gemacht, werden wir sehen, würde ich mal sagen. Ich will es noch nicht vorwegnehmen. Und das alles zu dekorieren macht natürlich immer diesen Spaß. Was ich sehr cool finde, ist, wenn Holger mit der Idee um die Ecke kommt, ich möchte das und das, dann rennst du sofort los und schaust nach Materialien und Ideen, wie du die Dinge umsetzen kannst. Ist das manchmal kompliziert? Ja, natürlich schauen wir erstmal, was wir da haben. Dann gucke ich mir die Materialien an und überlege mir, was könnte ich da für ein Monster daraus basteln. Und dann kommen aber coole Dinge mal raus. Also es funktioniert. Man muss halt nur viel Fantasie haben. Ja, das stimmt, da hast du recht. Und das finde ich, und du hast es auch gesagt, also das Variodrom ist für uns alle ein komplett neues Level. Ja.
total. Auch für den Zusammenhalt im Team, oder? Ja, total. Also es hat angefangen mit dem Aufbau vom Zelt, was ja, ich glaube, die Familie, der das Zelt gehört, die hätte uns ausgelacht, aber es hat halt funktioniert. Wir haben alle echt an einem Strang gezogen und dann sieht man, was man auf die Beine stellen kann, wenn alle den gleichen Wunsch, den gleichen Traum haben und zusammenhalten. Und genauso ging es weiter mit dem riesigen Portal und dann eben der gesamte Bau des Variodoms. Danke, Mara. Gerne. Sehr schön. Das ist für mich persönlich oder für uns als Gruselhaberin auch schon ein besonderer Moment. Wir arbeiten ja schon ein paar Jahre mit Imascore zusammen, aber wir haben noch nie wirkliche Musik von Imascore machen lassen. Immer nur Soundeffekte, zum Beispiel für den Schacht 13 oder für mehr. Und jetzt haben wir quasi eine neue Erde eingeläutet und haben neben den aufwendig gestalteten Sounds fürs Variodrom auch eine Hymne machen lassen für das Gruselabyrinth, die im Eingangsbereich laufen wird. Und ja, die werden wir euch gleich zum Ende der PK einmal kurz vorspielen, aber vorher kommen wir noch zu Fragen und Antworten. Genau, bevor wir dazu kommen, also das war ziemlich cool, zu den Jungs von Imascore zu fahren. Und als wir ihnen erzählt haben, was wir dann so vorhaben, auch ungewöhnliche Shocks, Sounds, hatten wir im Büro eine Menge Spaß. Das war, also, das hätte man eigentlich auch filmen müssen, weil ich glaube, dass, dass nicht nur wir Spaß daran gehabt haben. Ihr werdet das im Variodrom erleben. Also wir haben dieses Jahr Sounds dabei, wo die Jungs sich die Hände gerieben haben und sich schon gefreut haben, das umzusetzen. Und als wir dann die ersten Proben bekamen, ja, war die Freude, das Gelächter und die Begeisterung groß. Ja. Ja, definitiv. So, die PK ist vorbei. Wir haben wieder einiges erfahren zu den Neuheiten und auch generell zu dem Gruselabyrinth NRW. So gibt es zum Beispiel jetzt neue Eingangsmusik von Imascore produziert, also eine neue Hymne extra produziert hier fürs Gruselabyrinth. Auch die Sounds von der neuen Maze sind auch bei von Imascore produziert worden. Das Gruselabyrinth arbeitet eigentlich schon seit Jahren mit Imascore zusammen, aber so eine Hymne von Imascore gab es bisher noch nicht. Die gibt es jetzt aber und ja, wir haben noch ein bisschen was erzählt bekommen, wie man jetzt wirklich dazu gekommen ist, genau diese neue Maze zu bauen mit einem Zirkusthema, wie man auch an dieses Zirkuszelt gekommen ist, was draußen steht und wie die Kostüme sich entwickelt haben, wie man diese Kostüme gestalten hat und wie gesagt auch mit der Musik und alles drum und dran, war halt wieder sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Und also ich kann ja mal sagen, ich glaube dieses Jahr oder letztes Jahr, ich weiß es gar nicht mehr, war Holger hier vom Gruselhammer NRW bei der FKF-Convention und hat da auch sehr viel über diesen Indoor-Freizeitpark, kann man es ja eigentlich schon nennen, erzählt. Es ist halt so, dass hier wirklich die Leute komplett alle an diesem Projekt hier arbeiten und es ist jetzt nicht, dass man irgendwelche Firmen von extern ranholt oder dass es irgendeine große Gruppe ist, ja, die hier einfach irgendwie so ein Ding hier hinklatschen, sondern das sind einfach wirklich die Männer, die Frauen, die hier arbeiten, die haben das auch alles hier geschaffen und das finde ich mega krass. Und deswegen wollte ich das auch unbedingt hier mal besuchen, weil das ist halt alles Handarbeit, ne? Und die Leute, die hier arbeiten, die leben halt auch für ihr Projekt bzw. für das Gruselabyrinth. Und also es ist nicht wirklich alles gruselig, wenn man hier die normalen Sachen auch durchläuft. Das ist halt auch wirklich für Kinder und Familien. Nachmittags ist es zum Beispiel nicht so gruselig wie am Abend. Aber jetzt zum Beispiel die Maze, wo wir heute auch durchgehen werden, die Neuheit, Variodrom, die ist ab 16 und ist halt dann schon ein bisschen gruseliger. Aber alles andere ist halt auch wirklich kindergerecht. Müsst ihr keine Angst haben, ihr könnt ja auch wirklich mit euren Kindern hinkommen und hier sehr viel Spaß haben. Haben eben gesagt, wenn man alles wirklich durchlaufen würde, dann würde man über 4 Stunden hier im Grusellabyrinth sein. Also jede Menge Zeit, die man hier verbringen kann und hier gibt es halt auch noch viel, viel mehr als außer die Attraktion. Ihr könnt ja auch noch oben sitzen, ganz cool. Die haben ja noch ein Café oder beziehungsweise eine Bar. Auch alles mega toll gestaltet, da zum Beispiel ja so ein bisschen im Steampunk-Look. So, wir sammeln uns jetzt hier alle. Es gibt viele Leute, die halt auch Karten gewonnen haben. Und die kommen jetzt alle dazu. Die Leute von der Presse sind auch gleich jetzt alle wieder hier. Und dann gehen wir gemeinsam gleich wieder nach draußen vor die Maze. Dann gibt es dort noch eine Eröffnungszeremonie, wird das feierlich eröffnet.
dann werden alle da durchgehen, wir werden eine Menge Spaß haben, ich werde wahrscheinlich in die Hose machen, aber ja, das ist mir wert. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Ihr könnt ja mal schreiben, wie ihr so zu Halloween-Events bzw. auch zu Macy's steht und ob ihr auch Angst habt vor Clowns, weil Clowns sind ja, hatte ich eben schon nochmal erwähnt hier im Gespräch, Clowns ist ja von vielen Frauen immer so irgendwie das Hassobjekt, ne? Es gibt ja, eigentlich sind Clowns was Gutes, aber viele verbinden mit Clowns immer Ängste. Warum auch immer, ich verstehe das nicht. Die viele haben Spinnenphobien, es gibt auch genauso viele Leute, die irgendwie so Clownphobien haben. Merkwürdig, weiß ich nicht. Aber hier gibt es natürlich auch Horror-Clowns, deswegen kann man hier auch vielleicht ein bisschen Angst haben. Ich bin auf jeden Fall gespannt, es geht gleich los und dann melde ich wieder. So, um die Zeit ein bisschen zu überbrücken, hallo Kirmes Markus. Hallihallo. Na, was machst du denn hier? Ja, ich habe gedacht, ich schaue mir mal das Grusel-Labyrinth an. Warst du schon mal hier? So, meine nee, Freund. Heute das erste Mal für mich. Was erwartest du? Hast du irgendwelche Erwartungen an den ganzen? Ja gut, also man hat ja schon viel gesehen im Internet und das spricht mich an und deshalb bin ich mal hier hingekommen. Okay. Hast du Angst vor Clowns? Boah. Ein bisschen Respekt habe ich schon davor. Ne? Ich weiß ja nicht, was auf mich zukommt. Ne? Okay, okay. Und sonst, wie findest du das hier? Ich finde diese Eingangshalle finde ich schon mega krass. Ne? Also du hast gesagt, du bist zum ersten Mal hier, also du bist wahrscheinlich auch zum ersten Mal in echt. Das ist doch eigentlich hier so, da geht man durch, ne? Wenn man die normalen Sachen, ist das hier praktisch das Eingangsportal, ne? Auch, ja. Soweit ich weiß. Mhm. Ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Also ich werde auf jeden Fall hier nochmal komplett hinkommen und komplett alles fahren, gehen. Also sieht spannend aus und ich bin echt gespannt. Ja, ich auch. Also, gleich geht's los. Und dann reden wir nochmal drüber, ne? Wenn wir durchgegangen sind. Machen wir. Ja, machen wir. Igor sieht alles in 9G. Wirklich. Du siehst nicht mal alles in LTE, du Vogel. Applaus für Holger! So, was für ein aufregender Moment. Schön, dass ihr alle da seid. Wir werden jetzt unsere Weltneuheit, unser süßes, kleines, gruseliges Variodrom eröffnen. Und wir freuen uns besonders, dass wir einen Ehrengast hier haben, nämlich den André. Vielleicht hat ein oder andere ihn schon mal im Fernsehen gesehen. Der Bachelor ist heute hier. Und wir beide werden jetzt zusammen das Band beschreiben. Aber vorher, wie kommst du auf die Idee? Ist mein Mikrofon aus? Nein, das hat nur Aufsetzer. Wenn ich mich wegdrehe, ist aus. Ist ja witzig. Okay, ich versuch's mal so. Wie kamst du auf die Idee, uns zu besuchen? Ja, der LED-Klaus steht im Weg. Das ist Sven am links. Ja, wir gehen einfach schon rüber. Ja, erstmal hallo zusammen. Vielen Dank für die Einladung. Wie kam ich auf die Idee? Ich bin ein unglaublicher Fan von Themenparks an sich. Ich war ja vor ein paar Wochen in Disney World in Orlando und das ist sehr vergleichbar, würde ich mal sagen. Allerdings muss ich auch dazu sagen, ich bin ein extremer Schisser. Also ich bin mal gespannt, wie es sehr ist, wie mir heute die Knochen fährt und froh hier zu sein. Danke für die Einladung. Ja, danke schön. Ihr könnt da gerne gleich Fragen stellen, wenn ihr durchgelaufen seid. Ich werde euch ein bisschen die Bauern zeigen, wir werden jetzt noch Spaß haben gerade hier. Und jetzt greifen wir zur Schere. Die wo ist? Ja! Ach ja, da war ja noch was. Hey, wollt ihr echt ohne mich anfangen? Da muss ich das Band aber jetzt nochmal halten, damit wir das durchsteigen können. Immer wieder gedacht, guck mal, mein Name. Hallo. Und schön, dich kennenzulernen. Hi. So. Haben wir's. Yeah. So. Und ja, jetzt geht es gleich los in kleinen Gruppen. Hier vorne wird der Eingang sein und nach dem Durchlauf durch das Variodrom, wenn ihr dann Luft zum Atmen habt, könnt ihr alle gerne durch die Route 666 gehen und dort auch noch jede Menge Fotos machen. Ja, wir wünschen euch jetzt einfach viel Spaß. Dankeschön. We'll be right back.
kommen gerade raus aus dem Radiodrom und es ist wirklich sensationell. Ich habe euch eins die ganze Zeit verschwiegen und das ist eigentlich das Wichtigste eigentlich an dieser ganzen Maze. Also, das Thema wissen wir, Zirkus, aber ihr geht da nicht normal so durch, denn es gibt eine Besonderheit. Und das ist auch die Weltneuheit. Es gibt noch keine Maze bisher, die das hat. Und zwar kriegt ihr Spektralbrillen auf. So, wenn ihr das, ich versuch's jetzt mal hier drüber, guckt mal, seht ihr das? Ja, dann seht ihr ganz, ganz viele bunte Farben und ja, die Brille kriegt ihr halt nach der Einleitung, die ihr gesehen habt, auf und dann geht es durch die ganze Maze komplett mit diesen Brillen auf. Es gibt ganz dunkle Stellen, es gibt helle Stellen, es gibt Stellen mit ganz vielen Lichtern. Das macht das alles irgendwie richtig, richtig, richtig krass. Ja, natürlich habt ihr Jumpscares überall. Und laute Geräusche, Alter! Und Leute, Geräusche. Aber es ist erträglich. Ihr wisst, ich bin eine Schussbuchse, aber es ist wirklich erträglich. Man kann es halt auch, wenn man ein bisschen Angst hat, kann man das trotzdem gut schaffen. Das Besondere ist halt aber mit diesen Brillen. Wenn man die Brillen nicht auf hätte, wäre es vielleicht gar nicht so spektakulär, weil man halt wahrscheinlich auch ein bisschen schneller durchläuft. Aber es wird halt noch dunkler und die Gänge werden noch enger, wenn du die Brille auf hast. Also, auch ohne Brille ist es halt mega krass, aber mit der Brille ist es halt nochmal exklusiver und krasser. Und es macht auf jeden Fall mega Spaß. Ich würde am liebsten nochmal durchlaufen, weil es ist wirklich, also wir waren jetzt eine Gruppe, ich glaube 10 Leute waren wir ungefähr, alle hintereinander weg. Und ja, also es ist auf jeden Fall lohnenswert und das ist ja nicht das Einzige, was hier. Hallo! Es ist ja nicht das Einzige, was es hier gibt. Das ist ja nur eine von vielen Attraktionen hier im Großabritt, nicht wahr? Ja. Ja. Ich bin eine Attraktion? Nein, ja, eventuell, wenn du das so siehst. Nein, ich meine, ich mache ja gerade mein Review von der Maze. Hat es dir gefallen? Es hat mir sehr gut gefallen. Was fandst du am besten? Allein das mit den Brillen finde ich halt schon mal krass. Ne? Dass du da halt da durchgehst, also das gibt es ja halt so überhaupt gar nicht. Und ja, ansonsten, Also ich finde eigentlich alles krass daran. Besonders halt, ich finde der Zirkus, das Thema finde ich halt super. Funktioniert gut, ne? Mega gut. Das hat ja, der Zirkus hat ja auch sowieso immer so ein bisschen was Mystisches, ne? Ja. Aber mein Lieblingspart, die Clowns. Die Clownologie. Ja, wir wollen nicht so viel. Genau, wollen wir nicht. Genau, aber ihr müsst auf jeden Fall hierher kommen, ihr müsst auf jeden Fall durchgehen. Aber es ist ja wie gesagt nicht ein, das ist nur eins von fünf Attraktionen. Ja. Insgesamt, wir haben auch noch eine neue Show. Richtig, die Wallfahrer? Genau, die läuft gerade noch. Auch unglaublich cool. Müsst ihr euch auch einziehen. Und dann natürlich hier, Route 666. Richtig. Ist so cool, dass du unsere Einladung gefolgt bist. Ja. Und als alter YouTube-Hase, wenn euch die Videos gefallen, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert und schaltet die Glocke ein, denn Support ist kein Mord. Hört ihr? So sieht's Dankeschön. Aus. Hat noch viel Spaß. Dankeschön. Ja, wisst ihr, so muss es laufen. Also wie gesagt, hier, ich gehe da jetzt auch noch mal kurz gleich durch, hier Route 66, gerade jetzt, wenn es dunkel ist, komm, wir machen das jetzt einfach, ich halte einfach drauf. Im Dunkeln sind diese ganzen Szenerien natürlich noch viel krasser, also hier könnt ihr überall stehen und euch Fotos machen. Hier, das muss man auch noch dazu sagen, ist noch nicht das fertige Endprodukt, auch bei der Maze hat man gesagt, ich glaube, man ist bei 80% ungefähr, da kommt noch ein bisschen was hinzu. Sind halt noch dabei, es noch ein bisschen aufzubauen. Die Zeit drängt halt sehr und ja, es ist noch nicht komplett fertig, das haben sie auch gesagt, aber bis ihr hier seid, wird es auf jeden Fall fertig sein. Denn das Ganze ist ja jetzt wirklich nur das Presse-Opening, das normale Opening ist ja dann halt noch. Und ja, es gibt hier nicht nur die normalen Tage, in denen ihr hier sein könnt, sondern auch natürlich an Halloween selber, am 31. Oktober, wird es noch mal ein bisschen was Spannenderes geben, denn zusätzlich zu dem, was ihr hier so seht, hier könnt ihr auch, guck mal, das ist ein bisschen Saw-mäßig, ne? Oder hier, auch sehr schön als Hintergrund, wird es auch noch eine Halloween-Party geben, wo ihr auch dann halt noch hier ein bisschen Party machen könnt. Ihr habt halt praktisch das normale Gruselabyrinth plus die ganzen Halloween-Sachen. Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Wie viel Mühe die ganzen Leute sich hier gemacht haben, ist mega cool. Auch hier Alice im Wunderland noch, ne? Auch sehr cool. Und ja, also ganz viele coole Settings, wo ihr Fotos machen könnt. Macht das auf jeden Fall, gerade jetzt auch für die Halloween-Saison. Ne? Könnt ihr halt
über die Halloween-Saison ganz viele Fotos mit euren Freunden teilen. So, darum, so rum geht's drauf. Ja, und ihr seht halt nicht wirklich viel von der ganzen Maze. Das ist alles, was ihr von der ganzen Maze seht. Alles, was von der Maze, was zu der Maze dazugehört, im Zelt und dahinter. Also, es ist nicht einsehbar. Aber, wie gesagt, macht es auf jeden Fall, kommt nach hier. Hier steckt so viel Herzblut drin. Wie gesagt, ich habe bei der FKF-Convention einen, Stunde ging der Film lang, komplett über das Gruselabyrinth, wo es herkam. Es kam ja auch erst aus Kiel, dann ist man umgezogen und hier steckt wirklich sehr viel Herzblut dran und das solltet ihr auf jeden Fall mal unterstützen und auf jeden Fall, ich habe das schon tausendmal gemacht, einfach mal hier hinkommen und Spaß haben. Das ist das Wichtigste, ihr sollt Spaß haben. So, ich habe ja nochmal den Markus gekrallt. So, wir haben uns irgendwie aus den Augen verloren bei dem Event. Ja, richtig. Du hast eine Gruppe vor uns, glaube ich, dran, ne? Mit Durchlauf. Ich weiß gar nicht. Weiß ich jetzt auch nicht genau, aber... Ja. Aber du bist durchgelaufen. So, richtig. Dann erzähl mal, wie fandst du es? Also ich fand es super, weil da gab es einige Szenen, wo ich nicht mit gerechnet habe. Ja. Ich will auf jeden Fall dem Video nicht so viel verraten, über das Ganze. Man sollte auch noch nach hier kommen auf jeden Fall. Aber stimmt schon, so dieser eine Weg da mit diesen ganzen Pokémon-Seiten, fand ich schon. Und ich bin natürlich derjenige, der wieder erschreckt worden ist, ist ja klar, ne? In dem Moment. Aber ansonsten so, wie findest du das mit der Spektralbrille? Das ist ja so auch mal was ganz Neues, ne? Also wenigstens in der Maze-Szene. Das war wirklich was Neues. Ne? Ja. Weil ich habe erst gedacht, naja. Aber das war richtig klasse, ne? Also ja. man wusste wirklich nicht mehr, wo man sich gerade befindet. Ne? Genau, vor allem du hast ja sowieso schon so wenig Licht, finde ich, ne? Und das wenige Licht, was dann hast, wird dann halt noch mal 30 Mal gebrochen. Genau. So also das ist auf jeden Fall schon cool. Also ich kann es auf jeden Fall nur jedem empfehlen. Also ich werde auch auf jeden Fall nochmal hier hinkommen und das komplette hier genießen. Also alle Sachen. Und so schlimm ist es jetzt nicht. Also, ne, man kriegt gerade so seine Schock-Elemente da drin, aber es ist erträglich. Ne? Es ist nicht so, dass es jetzt so mega... Es ist jetzt nicht so, dass man schreiend rausläuft und einem schlecht wird oder so. Genau, also kann jeder auf jeden Fall mitmachen. Auf jeden Fall. Ja, dann wird immer auf jeden Fall hier hinkommen müssen. Ich weiß auch nicht, wie lange diese Halle da noch ist. Mega kurz sein. Aber ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr cool heute. Auf jeden Fall blöd, dass das geht. Hast du die Show gesehen? Ja. Ja? Und wie fandst du die Show? Ja, hat mir auch sehr gut gefallen. Ja. Ist so ein bisschen, wie soll man sagen, so ein bisschen Magic, ne? Ein bisschen Zauberkunst und so ein bisschen. Aber auch mit der Musik da auch schon wieder sehr stimmungsvoll. Ja gut, Markus. Dann sehen wir uns beim nächsten Event, ne? Auf jeden Fall, ich freue mich. Ich auch. Also bis später. So, liebe Leute, es gibt natürlich auch einen Shop, ja, im Gruselabyrinth NRW. Den kennt ihr wahrscheinlich auch, wenn ihr hier schon mal wart. Hier gibt es T-Shirts im Gruselabyrinth NRW und noch ganz viel anderen Merch-Kram. Was aber jetzt neu ist, das wollte ich euch jetzt natürlich auch zeigen. Denn wenn es neue Maces gibt oder neue Events, dann gibt es natürlich dazu auch T-Shirts. Ist doch ganz klar. Und die wollte ich euch hier mal zeigen. Also. Vom Variodrom gibt es natürlich das Logo als T-Shirt, dann vom Halloween-Event selber, von der Halloween oder den Halloween-Wochen. Einmal so, was man auf dem Plakat sieht, oder halt das Logo an sich. Und ja, ansonsten gibt es hier natürlich auch von den normalen Attraktionen, Phantomanticore oder Schacht 13, natürlich auch T-Shirts und noch ganz viel anderen Kram. Aber ich wollte euch jetzt die neuen Sachen auf jeden Fall präsentieren und zeigen. Es gibt das auch als, jetzt werfe ich es schon runter, als Pulli, als Hoodie oder aber auch als T-Shirt. Ja, also so viel. Auch da gibt es Neuheiten im Gruselabyrinth NRW. Ihr könnt hier, wenn ihr halt reinkommt, direkt hier rechts abbiegen und in den Shop gehen und euch da eindecken. So, wir haben hier nochmal zwei Kollegen hier an die Seite geholt. Hallo, ihr wisst es gar nicht. Ha! Ja, Parkerlebnis ist ja auch da, habe ich ja eben schon gesagt. Ja, Timur und Alex, ne? So, ihr seid hier schon mehrmals gewesen, ne? Ihr ja, beiden. Und wie fandet ihr jetzt die Neuheit? Gut, ich bin gespannt, ob noch mehr dazu kommt, denn es ist ja noch nicht ganz fertig alles. Ja. Deswegen sind noch einige schwarze Stellen dabei, wo man nicht viel hat. Aber wenn das gelöst wird, dann wird es gut. Ja, ne? Ja, haben wir noch ein paar Tage Zeit, ne? Genau. Ja. Und Timo, wie sieht es bei dir aus? Ich schließe mich Alex an. Also, ist an sich gut. Und
ist auch besser, wenn die Effekte da alle fertig sind. Ja. Wie habt ihr die Show empfunden? Da habe ich euch gesehen, ihr habt da gestanden, ne? Die Show fand ich gut, ich fand es total in Ordnung. Ja? Klar, es waren so ein paar kleinere Tricks auch dabei, die man von anderen Shows kennt. Aber es war unterhaltsam, das ist ja die Hauptsache. Ne? Ja, ganz gut. Du auch. Ja, sehr gut. Ja, ich habe Euer und Bassi hier bei mir. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne, vielen Dank, dass du gekommen bist. Vielen Dank auch für das tolle Event. Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich war vor 2 Jahren noch nicht so wirklich so Horror begeistert, also so Maze begeistert. Ich habe überhaupt mal andere Leute vorgeschickt, ne? Also es gibt ja genug Maces in Deutschland, so Halloween. Aber ich habe mich da reingefuchst. Also am Anfang hatte ich echt so ein bisschen Schiss vor dem Ganzen, aber langsam geht's. Die neue Maze in diesem Jahr, Thema Zirkus, Clowns. Wie seid ihr drauf gekommen? Also wie ist die Idee entstanden, was mit Clowns und mit Zirkus zu machen? Also es gab ja schon immer im Grusellabyrinth irgendwie das Thema Clowns und Zirkus. Mhm. 2006 haben wir es zum ersten Mal groß gemacht, dass wir Zirkus Nocturnus gemacht haben, eine eigene Horror-Zirkus-Show quasi. Mhm. Ein Labyrinth, ist ja eine Mischung aus Theater, Labyrinth und Show, kann man ja sagen, ja. Mitmachshow. Ne? In der letzten großen Hauptattraktion hier in Bottrop, im Band der Finsternis, gab es halt die Zirkusszene, die beliebteste war mit Monty im Manegenkäfig, unserem Horrorclown. Ja. Und viele Leute haben uns halt geschrieben, dass sie das vermissen und dass sie das am geilsten finden. Und man sieht ja auch die Reaktion, die Leute reagieren auf Horrorclowns halt total allergisch freudig, sage ich jetzt einfach mal. Ja, unser Maskottchen Buka ist ja auch ein Horrorclown. Genau. Das merken wir, ob wenn wir was bei Instagram posten oder vor Ort in der Attraktion bzw. in der Eingangshalle, ist, dass das Feedback auf Buka einfach echt immer extrem ist. Ja. Genau, und wir müssen halt einfach die Dinge tun, wo die Leute Bock drauf haben. Und ganz ehrlich, es ist halt einfach auch ein Thema, selbst wenn das so irgendwie der Standard schlechthin ist, so Zirkus, Horror-Zirkus, wenn man an Mazes denkt, ist es halt was, wo man sich dann auch mal sagen muss, okay, wenn man den Standard schon macht, dann muss man sich halt mal an die Herausforderung ranwagen, das irgendwie neu zu interpretieren, es möglichst authentisch zu machen, irgendwie kreativ zu sein, andere Wege zu gehen, als die bisher gegangen wurden. Ja. Und das war halt unser Ziel oder beziehungsweise unsere Aufgabe bei diesem Maze und ich hoffe, es ist uns einigermaßen gelungen, dass es genau das, was wir machen wollen. Auf jeden Fall. Ja, das Thema Zirkus ist ja auch immer schon da gewesen, aber der Zeitpunkt einfach noch nicht, dass wir gesagt haben, okay, lass uns mal wirklich bei einer Attraktion komplett auf dieses Thema fokussieren. Ja. Und das war, irgendwann kam dann eine Idee nach der anderen dazu, also das sagt man manchmal, ne? Dass man dann auf einer Idee so lange rumdenkt und tüftelt, dass man sagt, okay, komm, jetzt lohnt es sich, da komplett drauf zu gehen auf das Thema. Ja, es ist ja vor allen Dingen so, dass wenn wir über sowas nachdenken, auf dem Level, wo wir uns jetzt bewegen, dann kommt automatisch der Gedanke, okay, dann brauchen wir ein Zirkuszelt, da brauchen wir noch mindestens einen realistischen Zirkuswagen davor, damit es auch richtig cool aussieht. Ja. Und dann denkst du so, oh, fuck, das kostet richtig viel Geld. Und das ist dann das ist dann so die Grenze der Kreativität und der Ideen. Ne? Wenn du weißt, okay, da hört es jetzt auf, das kriegen wir irgendwie nicht hin. Mhm. Aber als ich dann hörte, okay, wir wollen Zirkus-Maze machen, habe ich dann geguckt, können wir das statt in der Halle, wie viele andere das machen? Es gibt ja keinen Zirkus-Maze in einem echten Zirkuszelt weltweit. Stimmt, ja. Und dann habe ich geguckt, ach komm, schau einfach mal. Ich wusste, Zirkuszelte, dadurch, dass wir so zirkusverrückt sind, sind einfach unfassbar teuer. Ja. Gab es denn auch einen Plan B? Ich sag jetzt mal, wenn ihr jetzt kein Zirkuszelt gefunden hättet, mit was anderem rauszugehen? Oder hättet ihr das dann irgendwie anders realisiert? Also das Thema wäre geblieben? Ja, wir hätten es dann nicht in einem großen Zelt realisiert, sondern als so einen Wanderzirkus mit verschiedenen kleinen Zelten. Okay. Mhm. Das wäre auch ziemlich cool gewesen. Also so diese Mami Fortuna-Geschichte von Das letzte Einhorn, so ein alter Wanderzirkus in einem Wald oder so, das finde ich auch recht geil. Ja. Aber das jetzt so voll auf die 12 mit einem richtigen Zirkus, wo man auch dieses Flair schon hat mit dem Eingangsportal, in so eine Show reinzugehen. Ja. Wo man auch direkt in das Herz des Zelts bis in die Mitte reingeht und schon spürt, dass um einen herum irgendwie alles bebt und lebt und schreit. Das ist halt was, das ist halt geil. Also ich war heute auch zum ersten Mal drin und dieses Gefühl, wie einen das so umgibt, dass es funktioniert, das ist cool. Ja. Das macht Spaß. Das ist auch wirklich so. Aber wie viel Zeit braucht ihr im Voraus, um zu sagen, okay, wir planen jetzt eine Maze? Wie viel Zeit braucht ihr da? Um das zu planen, dass es nachher hier so steht. Ja, also angefangen im April, ganz konkret,
Genau, also die Idee ist dann halt, die ist natürlich lange vorher schon da. Ja. Und es aber nie Zeit, dann große, dass das Thema bearbeitet wird, weil man ist, das Tagesgeschäft ist da und wir haben ständig Verbesserungen, die wir machen wollen oder neue Marketingkonzepte oder ähnliches. Also die Vorlaufzeit für die Planung von so einem Maze ist schon relativ lang. Wir würden jetzt zum Beispiel auch oder werden jetzt anfangen für 2020 ist ja schon dann zu planen. Mhm. Aber es ist halt so sehr lange sozusagen, dass das Süppchen erstmal so in Ruhe vor sich hin köchelt und man sich nur phasenweise damit befasst, bis dann irgendwann so der Punkt kommt, wo das Thema so richtig auf den Schreibtisch kommt und sagt so, Planungstermine, jetzt legen wir richtig los, was brauchen wir, wie wollen wir es umsetzen. Und das Schönste ist dann in dem Moment so richtig einzutauchen in die Welt. Ja. Also es entsteht halt immer eine riesengroße Idee, die oftmals so gar nicht umsetzbar ist. Also dass man dann erstmal sagt, okay, wir wollen ein Zirkuszelt. Es muss das größte Zirkuszelt der Welt sein. Ja, kriegen wir wohl leider nicht hin. Dann machen wir doch das Kleinste. Nein, aber es ist halt... Man denkt halt immer sehr groß dann. Ne? Man muss aber wahrscheinlich auch ein bisschen rationalisieren. Klar. Ja, also Think Big ist, glaube ich, in diesem Business schon ein bisschen wichtig, weil die Leute sind da, man kriegt halt sehr viel, was man erleben kann heutzutage. Es muss auf jeden Fall originell und authentisch sein. Das ist, glaube ich, so für uns, glaube ich, die beste Chance, in diesem Haifischbecken gut zu bestehen. Dass wir halt eben, wir haben ja kein Budget jetzt wie der Europapark zum Beispiel oder der Moviepark. Wir haben ja auch gar nicht die Kapazitäten. Aber wir haben ein geiles Team, genau. Ganz viel Leidenschaft. Genau. Und ich sag mal so, wenn die Leute, die hier das durchgehen, das Gefühl haben, okay, die Maze war teurer als die ich im Moviepark erlebt habe, dann bin ich zufrieden. Ja. Ne? Und ich glaube, das habe ich heute ein paar Mal gehört, das ist doch eigentlich ganz cool. Und das ist dann halt mit sehr viel Mühe und Liebe zum Detail halt auch dann machbar letztendlich, weil alle sich irgendwie mit einbringen. Aber es ist, ja. Ja, ich habe es eben gerade schon im Gespräch vorher schon gesagt. Also ich habe dich erlebt bei der FKF-Convention, wo du einen Film über die Geschichte halt hier vom Gruselabyrinth mitgebracht hast und den einfach mal so hast wirken lassen, wie es erstmal zum Gruselabyrinth gekommen ist, woher ihr herkamt, dass es erst was ganz Kleines war, aus Spaß einfach raus entstanden und dann halt immer jedes Jahr immer größer wurde. Dann ist einfach nicht mehr ausreichend, weil dann wirklich alle Dörfer von drumherum irgendwie dann euch besuchten und ihr dann auch umgezogen seid und ja, da auch wirklich wahrscheinlich auch die ein oder andere Träne geflossen ist in der ganzen Zeit mit den ganzen Veränderungen und so. Da ist mir halt auch erstmal so aufgefallen, okay, wer steckt einfach so hinter diesem Grusel-Labyrinth dahinter? Weil man kann es halt auch einfach nicht so wirklich greifen. Auch wie du gut in der Werbung sagst, die sehr oft vor diesem so einem Video in den letzten Wochen davor geschaltet worden ist. Man muss es halt irgendwie auch erstmal erklären. Ne? Also viele haben auch halt einfach Angst, habe ich so das Gefühl, das war auch erstmal immer meine Abschreckung. Ja, das ist alles Horror, das ist viel zu gruselig. Da kann man mit der Familie nicht hin oder sowas. Ist ja gar nicht so. Ne? Es ist halt wirklich was für die ganze Familie. Klar, so eine Maze ist halt vielleicht ab 16, glaube ich. Ist sie ist ab 16 Jahre empfohlen, aber Familien mit Kids ab 8 dürfen auch rein. Ja, und das ist halt dann entscheidend. Die Eltern müssen dann selber entscheiden, ob sie dann den Kindern sozusagen diese blutigen Szenen zeigen. Die Kinder sind heutzutage echt viel gewohnt. Und es ist halt so, dass oft ist ein 10- oder 11-Jähriger kann auch unterscheiden, wenn da jetzt irgendwie ein abgerissener Kopf liegt, dass das halt einfach nur eine Puppe ist. Eben. Aber ich würde auch, so genau, ich würde aber auch sagen, es gibt halt viele, die setzen auf Splatter-Momente in solchen Maces. Das ist aber hier eher nicht so. Also klar hat man halt so seine Horror- und Blutmomente. Ne? Hier riecht es auch an einer Stelle nach Blut und weiß ich was. Ne? Aber ich würde jetzt sagen, es ist jetzt nicht so krass, dass man jetzt sagen muss, okay, da muss man jetzt bei sensiblen Leuten oder Kindern halt vorsichtig sein. Aber es ist trotzdem auf eine andere Weise halt sehr spannend, auch gerade auch wegen den Spektralbrennen, die er jetzt auch einsetzt. Ja, unser Ziel ist es ja nicht, stumpf zu erschrecken. Ja. Und wir haben einfach den Wunsch und den Anspruch, wenn jemand zu uns kommt, dass er sich danach nicht daran erinnert, erschreckt worden zu sein, sondern was erlebt zu haben. Eine Geschichte mehr als die Emotion, sich zu erschrecken. Ja, genau. Und der Anspruch ist auch, dass bei unseren 5 Attraktionen, die wir jetzt für die Halloween-Wochen haben, und auch unsere regulären 3, dass es halt immer so ist, dass jeder Attraktion für sich originell ist. Auch wenn sich das immer so ein bisschen, man denkt ja, es ähnelt sich, es ist ein Grusel-Labyrinth, ich laufe durch ein Labyrinth, so ist das eigentlich letztendlich vom Gesamterlebnis vielleicht so 20%. Mhm. Der Rest ist ja eigentlich die Show-Inszenierung, wo man mitmachen kann und wo man tolle Sets erlebt und ja, super coole Darsteller hat. Wir haben halt sehr viele Darsteller, sehr aufwendige, teure Kostüme, die wir hier für unsere Darsteller haben und
ist halt auch so, zum Beispiel die Hauptattraktion ist auch ähnlich aufwendig gestaltet wie zum Beispiel eine große Musical-Produktion. Mhm. Ist jetzt kein Musical, aber so vom Budget, sag ich mal ungefähr. Ne? Ja. Da ist schon eine große Nummer. Für solche temporären Geschichten, für die Halloween-Wochen, können wir natürlich nicht so viel Geld einsetzen. Ja. Aber wir sind, glaube ich, ganz gut da drin, unser Budget vernünftig zu nutzen. Das sieht man auf jeden Fall. Ja, jetzt noch eine kurze Frage. Ich will euch auch nicht mehr länger aufhalten. Alles gut. Ihr habt jetzt auch, also keine Ahnung, also wie sieht das bei euch aus? Also wenn du jetzt heute Morgen aufgestanden bist, hat man da oder habt ihr da irgendwie so, geht es euch an den Nerven? Wann ist der Punkt, wo es macht, okay, jetzt können wir auch mal, jetzt ist alles gut gelaufen? Gibt's da, hattet ihr heute irgendwie so ein bisschen Stress im Kopf so oder war der total gechillt, weil ihr das ja irgendwie jedes Jahr habt, dass eine Premiere stattfindet? Oder ist man das dann doch immer noch so ein bisschen nervös vorher? Ja, das ist, also nervös bin ich nicht mehr so doll, weil man sich an diesen sozusagen Zustand gewöhnt hat, dass man immer zu so einer ganz so einer Pressepremiere die Attraktion präsentieren muss. In einem Zustand, wie man sie eigentlich nicht präsentieren möchte. Es fehlen immer noch Kleinigkeiten, die eine oder andere Lampe leuchtet noch nicht auf das Monster, so wie man es gerne hätte und so. Das ärgert einen zwar, weil es einfach zeitlich nicht möglich war, das noch hinzukriegen. Es wird auch wirklich immer bis zur letzten Minute, bevor die Presse kommt, wird noch dran gewerkelt. Also. Das ist jedes Mal so. Aber man muss es halt gelassen sehen. Man sieht ja, wie die Leute sind hier, die haben ihren Spaß. Das ist schon okay. Ja. Aber klar, heute Morgen waren wir auch gestresst, ne? Definitiv. Ja. Also den Moment, dass man sagt, okay, jetzt sind wir zufrieden und können starten, der kommt, glaube ich, noch. Ja, wir sind noch nicht komplett fertig. Wir sind noch nicht ganz fertig. Und das kommunizieren wir auch offen, weil das einfach keinen Sinn machen würde, dazu zu sagen, das ist jetzt alles tippitoppi und beste Attraktion. Nö, wir sind noch nicht fertig. Ja. Haben ja noch ein paar Tage jetzt bis zur offiziellen Eröffnung. Genau. Aber es kann sich trotzdem schon sehen lassen. Also definitiv. Und wenn ich den Fortschritt sehe von Tag zu Tag, also von gestern auf heute, dann bin ich da eigentlich ganz entspannt. Ja, definitiv. Sehr gut. Sehr gut. Ja, und ansonsten, wie viele Personen mehr beschäftigt ihr jetzt über die Halloween-Tage oder für das Halloween-Event als normal? Also die Mitarbeiter, die sonst, wie viel, 120 habt ihr gesagt, glaube ich, bei der PK, ne? Genau, 120? Wir haben 180 haben wir jetzt. Ah, 180, okay. Und ja, das ist schon eine enorme Steigerung. Es könnten eigentlich auch nochmal 40 Leute mehr sein. Wir haben jetzt theoretisch morgen wieder ein Casting. Genau. Okay. Es ist halt permanent Castings, ne? Weil ja, dadurch, dass wir halt so viel mehr Gäste haben, auch die höchste Taktung immer fahren, das heißt, an unsere Kapazitätsgrenzen gehen, soweit es halt irgendwie geht, brauchen wir auch entsprechend viel Personal. Mhm. Ich würde mal sagen, es sind ungefähr während der Halloween-Wochen doppelt so viele wie regulär. Mhm. Ne? Aber der Unterschied ist nicht mehr so groß, weil jetzt den ganzen Sommer über es so voll war, dass wir auch im Ausverkauf waren. Ja. Nur die Öffnungszeiten waren halt ein bisschen kürzer. Mhm. Ne? Auf jeden Fall sehr gut. Also ich werde auf jeden Fall wiederkommen, dann mal komplett alles. Vielleicht können wir auch mal gucken, dass wir vielleicht mal ein bisschen hinter die Kulissen oder so vielleicht mal gucken können. Das wäre vielleicht auch mal ganz cool, hier für die Zuschauer zu empfangen. Können wir mal gucken. Aber ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall erstmal eine schöne Halloween-Zeit und dass das alles noch dann 100% dann ist, wenn die Saison startet. Ja, die Halloween-Saison, aber es wird auf jeden Fall, so wie ich euch kenne. Am Freitag sitzt jede Lampe so, wie sie sitzen soll. Da können sich unsere Besucher drauf verlassen. Genau, auf jeden Fall. Also, auf jeden Fall hier hinkommen zum Gruselabyrinth NRW und ja, die Neuheiten austesten und natürlich auch alles andere. Ne? Ganz, ganz wichtig. Danke fürs Interview. Ja, danke auch. Wir hören hier das neue Lied von Imascore, was extra für den Park produziert worden ist. Könnt ihr mal kurz so ein bisschen hören. Ja, liebe Leute, das war es eigentlich hier vom Presseevent zu den Halloween-Wochen hier im Gruselabyrinth NRW. Wir sind auch jetzt wirklich die Letzten. Vielen Dank nochmal für das Interview, das dann doch so kurzfristig geklappt hat. Ich werde auf jeden Fall nochmal hier hinkommen. Ihr werdet definitiv auf diesem Kanal auch mehr vom Gruselabyrinth sehen. Ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen, außer, dass ihr hier hinkommen sollt, bitte, und euch das Ganze hier mal geben sollt. Nicht nur das, was heute hier präsentiert worden ist, das ist nämlich nur ein ganz kleiner Teil von dem, was das Gruselabyrinth hier bietet. Kommt einfach hier hin, spendet ein bisschen Zeit hier. Wie gesagt, über 4 Stunden habt ihr hier, was ihr hier verbringen könnt mit den ganzen Attraktionen für die ganze Familie. Es ist wirklich nicht so gruselig. Gebt dem Ganzen mal eine Chance, kommt hier hin und testet es einfach mal aus. Und an dieser Stelle sage ich einfach nur noch, danke fürs Zugucken. Abonniert diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare.
Like da lassen und wir sehen uns in einem anderen Video. Und jetzt kann die Halloween-Saison starten. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.